Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Ich habe ja das Levo, also mich für das Levo entschieden. Das bedeutet, ich will natürlich jetzt mal die ganzen Trails fahren in der Umgebung, die ich mal so, ja, schon sonst immer mit anderen Bikes gefahren bin. Und deswegen, ja, erster Uphill-Test. Ich ziehe die Michi sogar mit 35 Newtonmeter. Da man den Ken Creek so geil sperren kann, wenn das Ding echt dann ist, ist wie ein Hardtail. Und wegen der Trailbike-Geo lässt sich das auf jeden Fall viel einfacher fahren für den Kenevo. Das ist schon mal Feedback 1. Ja, wir fahren jetzt jeden Trail hier einmal ab, haben einfach ein bisschen Spaß auf den Trails. Und ja, wir nehmen euch mit. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Erstmal Leute, hier steht ein Schild. Das heißt nicht betreten. Rekultivierung steht da drauf. Wir denken, das heißt einfach, dass da neue Bäume gepflanzt worden sind und man deswegen nicht drauf soll. Ich denke, wir fahren jetzt weiter hoch, fahren einen anderen Trail, in der Hoffnung, dass da ja, nicht so ein Schild hängt. Sonst würde ich auf einen anderen Berg fahren, ne? Ich denke mal, der weiter oben wird auch gesperrt sein, weil der ja auch hier runtergeht. Ja, ich bin jetzt mal kurz gucken gegangen. Diese Schilder, die sind tatsächlich irgendwie überall. Das heißt, vielleicht wird das gar nicht so viel mit Trail fahren heute. Fahren jetzt mal weiter hoch, gucken, ob die anderen Trails frei sind. Leider haben wir nicht so viel Glück mit den Trails. Selbst auf dieser Bergseite ist richtig viel gesperrt. Jetzt müsste man eigentlich mal gucken, was es so für Alternativtrails gibt. Hier kommt zum Beispiel auch irgendwie was raus. Aber wenn wir jetzt beide ein E-Bike hätten, dann wäre das auf jeden Fall so eine Sache, das könnte man sich mal vornehmen. Aber jetzt nur mit einem E-Bike ist das schwer. Ja, schade. Aber gut, wenn das so ist, dann ist es so. Nur für uns tatsächlich lohnt sich dann der Spot fast kaum mehr. Wir fahren jetzt rüber auf einen anderen Berg und gucken mal, ob es da besser ist. Und sonst ja, sind da so ein paar Mini-Table. Üben wir da ein bisschen Jumpen und so. Gucken wir mal. Jetzt fahre ich mal rechts. Bin ich noch nie lang gefahren. Der Job war ja nicht gut, ne? Thank you.
Leute, sind am Ende der Tour angelangt. Ich muss sagen, es fällt halt immer erst auf, wenn man so aus Österreich zurück ist, wie kurz eigentlich unsere Abfahrten hier bei uns sind. Aber ja, besser als gar nichts zu Hause haben, würde ich mal sagen. Was mir aber allerdings wirklich auffällt, ist, dass es mir mit dem Levo viel, viel mehr Spaß macht auf den Trails. Einfach weil es, glaube ich, ja ein bisschen wendiger ist. Man kriegt mehr Feedback. Es ist nicht so wie mit dem Kinevo, fährst du überall drüber. Die Michi muss noch ein Bild übrigens machen mit dem Schlauch. Nein, weißt du, Mund. Was ich rausgefunden habe? Absoluter, also das wusste ich vorher nicht, mit dem Helm. Du kannst es einfach hier vorne durchstecken. Krass. Und schon hat man getrunken. Krasser Lifehack, wisst ihr Bescheid. ich hoffe trotzdem, das kurze Video hat euch gefallen. Wollte ich einfach mal mitnehmen, wie das so ist, wenn man wieder von Österreich hier rehabilitiert wird und ja, wieder in die normale Umgebung muss. Übrigens, Thomas, der Sattel gefällt mir. Ist gut. Nicht zu hart. Ich dachte zuerst, er ist zu hart. Ja. Lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.